Freunde, selten so eine schöne Unterkunft gehabt wie diese hier. Casa Rural Valle de Tena hier in Salente Gallego. Das Ding da ist der Hit. Ganz eindeutig. Das haben wir jetzt gerade bezahlt. Inklusive Frühstück. Also irgendwas 55, 56, 57 Euro so um den Dreh. Ganz grandios. Aber dafür ist uns natürlich wieder was anderes passiert, aber das erzähle ich euch nachher, gleich während der Fahrt. Ich werde erst richtig wach, wenn ich auf den Bock gucke. Für mich ist alles ein schlechter Traum. Nee, ich bin schlechter. Ich bin guter eigentlich. Aber jetzt wird's besser. Okay. Was heißt da okay? Macht's gut. Ade. Also, macht's gut. Wir fahren jetzt. Ja, was mit Nauschieber, oder? Sag mal du. Wo sind unsere Träger? Die Sherpas. Du verreckt nochmal, du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am Arsch gekratzt ist nicht gerieben. Ist alles ein bisschen eng da. Aber das macht ja auch gar nichts. So, bist jetzt endlich soweit. Da ist er. Jetzt kannst du losgehen. Oh. Der Patron ist da. Die Patrone, du. Platzpatrone vielleicht. Mehr ist da nicht mehr, aber macht bumm. Verstehst? Macht BÄM, wenn der Papa da ist. Wo müssen wir noch überhaupt? Wäre bestimmt auch noch müssen. Oder? Jawohl, du, wir sind ja nicht einmal am Marktplatz von dem Kaffee und du weißt schon nicht mehr, wo es weggeht. Das ist super, guck mal. Wir können doch da hochfahren, also nicht durch die Alpenstraße, eigentlich wieder zurück. Wir fahren jetzt mal da. So, jetzt sind wir wieder richtig. Ja, wir haben heute Morgen schon wieder was erlebt. Ja. Heute Morgen beim Frühstück, die versammelte Expertenkommission. Nicht mir, du bist der Megas-Hasser. Megas! Die Vereinigte Expertenkommission hat mal wieder getagt. Ja, okay, ich war mit von der Partie, gell? Aber ich bin auch wirklich doof. Du sagst einfach, du bist der Schlaue. Verzähl du. Nein, ich erzähl gar nichts. Das ist doch peinlich. Naja, aber... Also, Freunde, nur so viel. Mit der Biscaya wird's eher nix heute. Also unser Plan ist ja sowieso, wir... Jetzt müssen wir doch schon wieder da um... Sag mal! Ah ja, da müssen wir rüber. Ja, dann kommen wir doch jetzt schon wieder dahin, wo wir gerade herkommen. Guckt euch mal das Panorama an, da fällt doch schon wieder nichts mehr, Alter. Jetzt geht's links, glaube ich zumindest. Nein! Oh Gott, ey, weil du mit deinem blöden Wegpunkt, der will jetzt wieder zu dem Hotel zurück. Oh. Ich hab keine Wegpunkte, ja, ich hab meine gelöscht. Ich hab dir gesagt, guck deine Karte an, Alter. Du immer mit deinen Wegpunkten, wir wollen doch nicht zu dem Hotel zurück, ey. Deshalb sage ich, guck deine Karte an. Weil meine Karte hat ganz komisch ausgesehen. Ja, genau, meine auch. Wie kriege ich den Wegpunkt da jetzt raus? Tja, jetzt kommst du, gell? Ich muss sowieso da noch geschwind. Setzt der direkt an dem Hotel, wo wir losfahren, setzt der einen Wegpunkt. Und wenn du den nicht erwischst, dann musst du auf dem Einbahnstraßenring hier direkt einmal ums Örtle rum da. Fertig? Nee. Ja, fertig schon, aber... Fertig halt nicht. So, ich glaube, jetzt können wir. Also. Fahr doch. Dann fahr doch endlich einmal. Ich liebe lieber da, ne? Oh, ist schon wieder elend warm. Ja. Zum Glück habe ich keinen Pullover gezogen. So, also. Das heutige Abenteuer, das haben wir schon wieder hinter uns. Wir hocken nämlich am Frühstückstisch, um unsere heutige Tour zu stecken. Und geplant war ja weiterhin die Pyrenäen der Länge nach Richtung Westen zu fahren. Grobe Richtung Biarritz da irgendwie und da in der
im Golf von Biscaya oder wie das da heißt, irgendwo dann an der Atlantik zu kommen. Das war unser Plan. Und dann haben wir natürlich ein bisschen mal geguckt, wo wir da hinten zwischen Biarritz und Bordeaux so auf halber Strecke irgendwo ein Zimmer kriegen. Und das war natürlich alles so mehr, ja, also preislich, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann haben wir eigentlich schon irgendwas gefunden und haben uns eigentlich schon darauf verständigt, dass wir da was buchen. Aber dann haben wir in letzter Sekunde gesehen, dass das in direkter Nachbarschaft zu McDonalds, Tankstelle, Industriegebiet und alles so ein Scheiß ist. Und da haben wir dann gesagt, ja, das ist vielleicht doch nicht so toll, die Nacht über direkt neben McDonalds zu verbringen. Und dann haben wir gedacht, bevor wir da jetzt buchen, bevor wir da jetzt aufs Knöpfchen drücken, gucken wir doch lieber nochmal geschwind, ob wir nicht so ein bisschen ein paar Kilometer außerhalb mehr in einem dörflichen Gebiet was finden. Dann haben wir uns auf der Karte ein Örtle ausgesucht. Wir hatten das geheißen La Grinche oder wir haben uns so noch halb kaputt gelacht. Grinch. Oder irgend so ähnlich. Also nordwestlich von Bordeaux direkt an der Küste. So, dann haben wir uns das gemerkt, wie das Örtle heißt, und dann in Booking eingegeben, dass wir dort in diesem Umkreis was suchen würden. Rechts ist unser Dörfchen, kurz nochmal zur Unterbrechung, ist das schön. Ist das schön, Heuchler. Ich krieg gleich Bibi in die Auge. Weiter. Ja, und dann haben wir gesagt, alles klar, dann suchen wir jetzt in dem Umkreis von dem Ort auf Booking eine Unterkunft und haben auch wirklich was Tolles gefunden an, wie hat es geheißen? Irgendwie so eine Art, fast hätte ich gesagt Campingplatz, aber Campingplatz ist er nicht, sondern der vermietet so Blockhäuser. So Holzchalets irgendwie haben die geheißen, gell? Ja, fast wie in Norwegen. Ja, irgend so in der Art, also immer so 5-Bett-Blockhäuser mit Küche und Bad und Dusche und so weiter. Und gesagt, genau, das ist jetzt genau das, wo wir hinfahren. Dann haben wir das Ding bucht, fertig gemacht, die Buchung. Und dann wollten wir dann unsere Route dorthin stecken. Und dann, nachdem wir gebucht haben, dann haben wir festgestellt, hör mal Vater, das ist wieder mal, das passiert ja bloß in Frankreich, du bestellst schon Wiener Schnitzel und kriegst eine Waschmaschine. Und genau so war es bei uns auch, wir Säckel da, weißt du, die Vereinigte Expertenkommission tagt. Und das ist natürlich 200 Kilometer östlich vom Atlantik, da wo wir jetzt was gebucht haben. Mitten im Landesinneren, völlig ab vom Kurs, ey. Okay. Na gut, dann fahren wir jetzt halt nicht nach Biarritz, sondern, also sprich, nicht weiter westlich von hier aus, sondern wir fahren jetzt praktisch nördlich durch die Pyrenäen durch und wenn wir durch sind, dann fahren wir ja eher so nordöstlich weiter. Die heutige Strecke also 360, 365 Kilometer ins flache Land rein. Aber dafür haben wir schöne Unterkunft. Ja, so kann es passieren, gell? Aber wir wollen uns nicht beklagen. Guckt euch mal die Aussicht hier an, die Gegend. Unfassbar geile Berge hier. Natürlich ein Stinker vor uns, ja, das ist ja klar. Der muss ja müssen wir bei Gelegenheit wegmachen, geschwind. Aber das Wetter auch wieder. Wir haben mal keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. Nix zu, Nullinger. Das komplette Firmament frei. Oh. Mein lieber Mr. Singing Club. Mein lovely Mr. Singing Club heute. Ja, genau, mein lieber Herr Gesangsverein. Tja, so viel zum heutigen Abenteuer. Aus mit den Tobacken. Aber wir werden jetzt noch eine ganze Weile, so ungefähr knappe 50 Kilometer, schätze ich mal, haben wir jetzt noch hügelig, bergig bis hügelig. So, jetzt ist aber reif da der Kerl. Fahr doch nicht den ganzen Tag hinter dem Bus hinterher! Wenn er nicht beklappt. Ja, aber es war eine tolle Unterkunft, glaube ich, gell? Ja, die war
sensationell, also bin total weg. Tolles Örtle da, also richtig rustikal und also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Ja, und vor allem auch sauber, gell? Also nicht, dass das alte Häuser sind, die gar da irgendwie nix, so schmuddelig sind, sondern nix da, kein einziges Papierli umeinander gelegen, gar nichts, kein Stäubli, nix, es war picobello da in dem Ort, ey. Ja, es war, also das Hotel war, um es mal leicht schwuloid auszuprobieren, schon ganz schön romantisch, gell? Ja, ein bisschen gay. Ein bisschen gay, ich muss sehen. Komische Unspannungsleitungen hätten die da. Ja, überall hätten sie nachpflanzt, so. Die WLAN-Kabel hängen hier überall rum. Du, überlebt. Ja, das war richtig toll da. Wir sind gestern noch ein bisschen durchs Örtli marschiert, einmal um den Pudding. Und sind dann in so ein Hotel-Restaurant eingekehrt. Der Nobel hat eine Zwiebelsuppe gefressen, das habe ich gehört in der Nacht und ich habe panierte Dichtungsring kennst. Da hätte eine Dichtungsring wenigstens nicht gehalten. Ah ja klar. Ja, war, ich hab's doch gehört, die waren auch rot, ich war noch ein bisschen groß, die Dinger. Bei so einem Panorama, da bleibt echt die Schmucke direkt, oder? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir sind auf lächerliche 1600 Grad. Oh, war. 15,58. Aber ein bisschen frisch ist. Also, mein, ja. mein Thermometer geht gerade merklich in der Keller da. Ja, schon. Der Wind ist ganz schön zugig. Ja. Vielleicht der Wind. Und auch hier wieder, also was uns schon den ganzen Tag aufgefallen ist, dass also hier kaum Verkehr ist. Gestern ja die ganze Zeit, wo wir auf der N260 da in, aber wir sind ja noch in Spanien, also müssen wir, also hier in Spanien auf der 260 gefahren sind, und zwar denke ich mal, die 260, die geht praktisch von Ost nach West durch die ganzen Pyrenäen. Durch. Da sind wir gestern gefahren und da ist uns kaum ein Auto entgegengekommen. Kaum! Und das war irgendwie Hauptverkehrsstraße, habe ich das Gefühl, weil so wie die ausgebaut war. Unglaublich wenig Verkehr hier. Und da kann man es natürlich umso besser genießen, da die ganze. Das Ganze da. Der Hinterfahrer sind noch Ski, du, ich glaube. Ja, die nutzen die letzte weiße Fläche aus. Wahrscheinlich ist da umsonst halt. Come and late! Schlussverkauf auf der Skibiste! Schlussverkauf bei C&A! Am Montag alles billiger! Du kennst die alte Kamelle halt auch, also, gell? Die alte Werbespots, die waren wenigstens noch gut, aber das, was heute im Fernsehen kommt, das ist schon alles scheiße, gell? Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Bei dem C&A, das war doch der mit der Flüstertüte, und da kommt genau. Man immer vorbei und zieht durch das Ding durch, und dann sagt er, am Montag alles billiger, und dann sagt er, ja! Nein, du weißt alles, ey. Ja, bloß nichts rechts halt, gell? Ah ja. So, schon wieder Wandertüte von uns, aber den kriegen wir. Schotter liegt da umeinander, Kies, Holzsplit. So, und damit, glaube ich, verlassen wir Spanien. Da geht's nach Francia.
glaube, hier auf der Passhöhe ist zugleich auch die Grenze. Ja, da kannst du durchaus einen Bebbernau machen, wenn wir hier am Pass schön sein. Ja. Weil der ist ziemlich hoch da. Ne? Aber das wird wohl erstmal. Da ist er, ich sehe doch schon Schädel, voll mit Leber. Oh. Links. Links! Das ist das Schild. Tatsächlich, ja. Puerte de Portalet. Portalet. So. Da machen wir geschwind einen Zettel nach. Schönen Zettel noch klebt, dass wir da waren. Und dann geht's jetzt runter und damit weg von den Pyrenäen-Gipfeln. Ja, wir haben heute den 30. April. Ich bin ja mal gespannt, wann dieses Video online geht. Dürfte ja eine Weile dauern, denn möglicherweise werden es ja wieder so 20, 25 Videos unserer gesamten Reise. Und wir haben jetzt so die, ja, so über die Hälfte sind wir schon, gell? Ein bisschen. Ja, denke ich schon. Bergfest hatten wir also schon. Wo wir ja noch ein paar Tage unterwegs sind. Morgen ist 1. Mai. Wir werden wohl auch noch einen Pausentag irgendwo einlegen. Möglicherweise haut es ja hin, dass wir es da irgendwo an der Kanalküste hinkriegen. Aber das werden wir sehen. Das werden wir alles immer kurzfristig entscheiden. Wir haben ja keine Planung. Wir zwei, absolut keinen Plan, wir zwei. Wir fahren in der Dagnai. Wir haben so eine grobe Richtung, haben wir uns überlegt, einmal im Hufeisen um Frankreich im Uhrzeigersinn. Das ist das einzige, was wir uns vorgenommen haben. Und wie es ausgeht, überlassen wir der Tageslaune. Oh, guck mal, wie geil das hier ist. 5,5 Grad habe ich hier noch auf dem Zettel. Voll toll da. Also ich bin also immer noch komplett geflasht vom gestrigen Tag. Wobei, man weiß ja gar nicht, ob es jetzt besser oder schlechter, schöner oder nicht so schön ist. Überall ist es anders und jeder Landstrich hat bisher seinen eigenen Reiz gehabt. Also ich denke, dass es auf jeden Fall anders wird. Aber wer weiß, für was es gut ist, dass wir uns in der Planung leicht verschätzt haben. Verschätzt ist gut. Also auf der Karte war das nicht mehr wie ein Daumennagel. So, und jetzt kommen wir so ungefähr, ja, 150 Kilometer östlich vom Kurs ab. Sage doch, Maßstab, Daumennagel. Ja. Dein Daumennagel vielleicht. Ja. Das ist so ein Pfanne, du. Oh, Alter. Das hätte mein Hof werden sollen. Ja. Oh, dein Bärbel schon wieder. Ja. Die will sich jetzt wieder wichtig machen. Jawohl, ich fahre jetzt in die 934, als wenn da links und rechts noch 5 andere sind. Ja, so klar. Ehrlich, wo willst du das sonst fahren, du blöde Kuh? Meile Berbel. Echt so. Und zum Glück habe ich mir Pullover gezogen. Bis dahin wäre ich gar nicht gekommen. Da wäre ich schon hey. Da ist schon eine Lawine abgegangen, guck. So sehen die aus. Aha.
Ja, grandiose Gegend. Hat auch was. Grandiose Gegend. Und dabei haben wir gestern schon fast gemeint, wir hätten die hohen Passagen von den Pyrenäen schon hinter uns. Ja, dabei geht es da erst echt los. Kommt immer irgendwie wieder so ein Eimer voll, gell? Echt, ja. Aber die Schlucht da gestern, die hat es mir wirklich angetan. Also oh ja, die war schon schön. Kurz bevor wir dann zu der Tankstelle gekommen sind, war das geil, ja, war die das war brutal, ja. Sag ich, das war Bikatzklamm XXXL. Und das war ja schon geil, Bikatzklamm. Ja, also wie gesagt, 360 Kilometer sind es heute geplant, die Ankunft so irgendwo, was hat sie gesagt, 5,5 Stunden oder so? Ja. Kann das sein? Und wir machen natürlich wieder wahrscheinlich sehr, sehr viele ungeplante Stopps zwischendrin. Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt sehe ich nichts mehr. Und wenn man nichts sieht, ist immer scheiße mit dem Überholen. Das ist scheiße, ja. Ich sag das, das kann das Leben kosten. Aber jetzt sehe ich was. Jetzt komm, bleib drüber. Bist du ja nicht mehr ganz sauber oder was? Was haben wir da? Was ist da? Nach dem VW ist gut. Aber da kommt der Kurf dann, der Enge. Ist vorbei? Ja, ja. Macht er da noch alle Einlagen mit seinen ganzen Fahrgästen da drin, du. Naja, du, Glück gehabt, der hat jetzt gerade noch mal ein bisschen Gas gegeben, du. Wahrscheinlich hat er über Lautsprecher gesagt, jetzt guckt mal alle nach hinten, die zwei Motorradfahrer, den lass ich nicht vorbei. Dabbe, wenn du hier, Zicke! Pfui, Busfahrer, geh heim! Strunzi, Tedeschi, verstehst du, ihr helft der kleine Arschlöcher, du. So, nicht du, vom Radener. Strahl. Da gab mir gleich der Knopf auf der Hobel. Ah ja, du siehst doch aus wie ein Strunzoberbolle. Strunzoberbolle? Ja, ist doch auf, ey. Tut doch mal leid. Die Busfahrer. Also was auch auffällt, ist, dass die Straßen da alle in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Überwiegend. Sind zwar ab und zu mal welche dabei, wo man sagt, ja, da könnten wir mal was machen. Aber die ganzen Gebirgsstraßen da in der Pyrenäe, zumindest auf spanischer Seite, weil auf französischer Seite sind wir bloß einmal rein und heute wieder raus, die waren alle sehr ordentlich, muss man absolut wirklich sagen. Absolut, ja. Tipptopp. Ja. Ah, außer unsere Offroad-Einlage. Die war etwas schotterig. Ja gut, da haben wir ja gewusst, da bist du ja extra deswegen reingefahren. Noch eigentlich nicht. Ach so, das war ungeplant. Das war ja, ich hab doch gesagt, wir müssen da rein, weil mein Navi dann eingezeigt hat, aber ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber dann hat sich das doch irgendwie als Zubringer oder als Wiederzubringer zur N260. Also sobald wir da reingefahren sind, hat Yannick gleich umgerechnet und hat gesagt, jetzt fahr halt dann auf. Und das konnte ich erst gar nicht glauben, weil so wie das Wegle da ausgesehen hat, das war schon denken, das geht jetzt 1000 Meter rauf und dann kannst du umdrehen. Ja, ich dachte, das wäre so ein Zubringer zum Bauernhof. Zu dem Bauernhof. Selbst da war es schwierig zu glauben, dass da irgendeiner mit dem Auto fahren könnte, gell? Also, ja, oder? Nach der Straße hat das ja auch so überhaupt nicht ausgesehen. Nee, das hat überhaupt nicht nach der Straße ausgesehen. Eher wie so ein Wanderweg. Deshalb sage ich ja, unsere Kiste sind natürlich für so eine Art Gelände eher mit Gepäck viel zu schwer. Aber, das geht schon. Aber, durch. Ja, du bist ja da durchgerast, wie die Sau. Ja, genau, das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ja, gut. Du wolltest ja wieder einen auf Sightseeing machen und wirst am dritten Gang hoch, bis du sie abkommst. Ja, es war gar nicht der dritte, gell? Es war bloß der zweite, aber. Der zweite in der Spitzkehre. Zweite im Standgas. Ja. Und andere haben da auch schon angebermäßig nachgestanden und mit durchdrehenden Rädern sind auch schneller oben. Ich bin nicht einmal nachgestanden, da waren wir schon wieder viel zu anstrengend. Ja, nachgestanden. Nachgestanden ist was der junge Enduro ist. Der Enduro-König da, weißt du, also, brät da Luft und 20 Liter Sprit braucht er und zwei Räufe, bis er endlich oben ist. Ja, ich habe ja zwei Räufe.
Hedwig hat immer gesagt, wer langsam fährt, kommt auch ins Ziel. So sieht's aus. Ja, bei dir ist eher so der Spruch, wer langsam fährt, fällt auch um. Ich bin nicht umgefallen. Nein, das ist gar nichts. Also umgefallen bin ich nicht. Da bestand auch niemals die Gefahr zu keinem Zeitpunkt. Das ist halt einfach... Ja. Die haben kurz langsam da müssen, weil da so blöde so Erosionsrille da war. Und da habe ich geschwind bremst, weil ich dachte... Hab, Erosionsrille, du! Ja, so... Geograf! Du, voll der Geometriker, ey. Ja, so. Ja, wie sagt man da dazu? So Wasserrinne da ohne Wasser? Ja, Scheuklopfer halt. Alles, okay. Und habe gedacht, jetzt könnte es versuchen, ein bisschen langsamer, wäre es vielleicht ein bisschen schöner. Und plötzlich, in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, vielleicht wäre der erste doch besser, war der Motor schon aus. Ja, du bist doch bestimmt klägend. Ich habe die bloß nicht mehr gesehen, weil du ein paar Kehrer weiter hinten warst. Nein. Komm, gib's dazu, dass dein Gestift zur Seite gelegt. Nee, und nimmer. Ja, dein Flamingo-Bein ist eingeknickt. Knick. Auf Flamingo-Fritze, du. Nein, das hätte ich gemerkt, ich sag das. Ich weiß ja, wer sich nachgelegt hat irgendwann einmal, gell? Wer war denn das? Wer könnte das gewesen sein? Wer sich auf der Pommern-Tour, wer hat sich da in der Dreck geschmissen, weil er gemeint hat, er muss da Enduristi-mäßig da die Pfütze mitnehmen da. Du warst der Geil, du musst dafür sorgen, dass El Novo auf dem Sattel bleibt. Dann wär's halt meiner Spur nachgefahren. Ja, die habe ich ja nicht mehr gesehen, die Spur, ihr wart ja weg. Ihr wart viel zu schnell. Ja, dann habe ich nach der Route geguckt auf meinem Navi und während ich mir aufs Navi guckt, dann denke ich, wo ist das Navi? Dann war es auf dem Motorrad, das Ende mehr gleich ist. Ja. Ich glaube, ich blende hier die Szene nochmal ein zur Sicherheit. Das habe ich nämlich aufgenommen. Ich habe erst gemeint, ich hätte es nicht aufgenommen, aber die Heckkamera, die vergisst nichts. Die hätte das gesichert. Verdammte Scheiße, stimmt. Naja. Der Fritze und der Uwe in die Stelle tadellos und ohne Kollateralschäden gemeistert. Ja, witzig war ja, dass wir ja alles wieder so gefixt haben auf der Brücke und dann haben wir die Kiste geguckt, die sieht aber nicht so aus wie vorher. Dann hat das Teil da oben gefällt, mein Wind. Das ist gar nicht aufgefallen erst, gell? Ja, hast du gesagt, wo ist denn dein Winterbeiser? Ja, dann bin ich ja nochmal zurück und hab geholt, dass er noch Patsche gelegen, du. Let's go.
grandiose Strecke hier schon wieder mal. So kann eine Motorradtour beginnen, Motorradtag da. Ja, keine Wolke im Himmel, du. Definitiv, könnte so losgehen. Da solltest du nicht gerade ausfahren, der Kopf. Das macht so, Aua. Heute nicht. In 20 Millionen Jahren geht's vielleicht eben darunter. Da werden wir doch kommen. Ah ja, passt doch alles. Was ist das hier, ein Hängelader oder was? Was wachsen da für komische Bäume? Kannst du da Hänge kaufen, guck mal, Hängeausstellung. Viereckige Buchsbäume da. Hast du dein Visier eigentlich sauber gemacht vorhin? Halb voll. Gegensatz zu mir. Ja, weil es einfach geil ist, wenn man klare Sicht hat. Ja? Da macht so eine Tour einfach nochmal ein viel mehr Spaß. Kann ich mir richtig gut vorstellen, aber du hast nicht gesagt, dass ich mein Visier putzen soll. Nee, weil sonst hätte jetzt stehe ich da, verstehst du, das ist eine super Landschaft und ich sehe gar nichts. Jetzt überleg mal, hätte ich das gesagt, das soll ich noch machen. Da war ja aber blöd angestanden, du, mit meiner klaren Sicht als Einzigster. Oh, ist mir gestern, da bin ich mal ein kurzes Stückchen mit offenem Visier gefahren, das kommt ja so ein Schnee vor bei mir, kennt ihr ja, gell? Da klatscht mir da eine Muck aufs linke Brillenglas, da ja gemeint, das gibt einen Durchschuss, da leck mich am Arsch. Das war witzig aus, ey. Das knallt, da, ein riesen Muck. Aber überleg mal, du hast keine Brille, Kind. Oh, junger Mann, du. Das wäre dann schon. Was sag mal, wo sind wir da? Da sind wir doch gestern schon durchgefahren, da war das nicht die Strecke. Ja, sieht so aus, aber. Ah, Wasser. Hey. Auto. Und ich fahre mal wieder durch die Dusche durch. Tunnel. Der Tunnel ist nicht dicht, das ist total feucht. Ja, das ist doch scheiße. Die mit ihrer sanitären Anlage, die Franzosen, sind sowieso nicht so. Das habe ich schon gemerkt. Da. Aber das hast du jetzt mit Absicht gemacht, weil jetzt ist mal klare Sicht da hinten. Ich bin voll durch die Dusche gefahren, oder? Ah ja, sicher, ich bin ja nicht blöd, oder? Da sag jetzt mal nichts dazu. So, fahren wir nochmal schön den Kreisel hier umeinander, dann können wir nochmal da oben angucken, da kommen wir gerade her, guck. Da. La Runz. Heißt das. Aber ziehst du dir was an? Was, ich hab doch was an? Da, der andere, auf der Terrasse. Ah, nack ich oder was? Ah, voll Teufel. Eine neue Hose hat er schon angenehm, sonst hätte ich die Augen gekämpft. Voll Teufel! Da! Sieh du was? Oh Mann! So, Kreisverkehr, 9 Kilometer. Dillillill, Kreisverkehr. Ja, das ist schon wieder ein Kasper-Frühstück heute Morgen. Ja. Das war gar nicht schlechtes Frühstück. Er hat uns getoastetes Weißbrot in Scheiben geschnitten, hingestellt. Dann hat er uns extra darauf aufmerksam gemacht. Er hat uns Salzmühle und eine Pfeffermühle hingestellt. In dem einen war weißes Zeug drin, in dem anderen schwarzer. Und wir haben erst gar nicht gedacht, dass es irgendwie der Erwähnung wert wäre. Dann hat er gesagt, das Schwarze ist aber kein Pfeffer. Gell? Das ist auch Salz. Ja. Und im selben Moment denke ich mir, sowas stellt er zweimal Salz nach. Sowas brauche ich das jetzt wieder. Und dann hat er gesagt, das ist Sale Carbone oder irgend sowas, also Kohlesalz. Also das hat interessant geschmeckt, das war salzig, aber das hat einen ganz eigentümlichen Geschmack gehabt. Ja, Carbonsalz, also Hightech-Salz für der Racer. So ist es nämlich, genau. Haben wir gesagt, oder für jemand, der abnimmt. Gell? Also Carbon, leichtes Salz ist natürlich auch. Ja, genau. Oh, so, wo sind wir hier? Ja. Hier sind wir an der Kreuzung, wo wir rechts abbiegen müssen. Aha, siehst du, ich hab doch gewusst. Also meiner sagt geradeaus. Also. Ja, deiner. Sag mal, wofür stehen? Das ist die Tour, die du mir gegeben hast. Ja. Was sind wir da jetzt schon in Pau? Weil auf dem Bus stand Pau, wir haben heute Morgen noch Spessling gemacht. Wir fahren nach Tannpau. Pau ist doch bei Pau. Pau ist. Never ever. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Kilometer wir gefahren sind, aber das ist noch nicht viel. Aber der Bus, der da noch. Gell? Können wir auch mit dem Bus fahren? Brauchen wir nicht Motorrad? Werden wir noch mit dem Bus abgeholt, so weit kommt es noch. Zieh wieder mit ihren Bäumen da.
Also das haben wir bisher überall gesehen in Frankreich, gell? Dass die Art, ihre Bäume hier im Stadtkern zu schneiden, und nicht bloß im Stadtkern, sondern überall, da fahren die Franzosen komplett drauf ab. Dass die war gerade Polizei. Ja. Den habe ich grüßt, den zurückgrüßt. Das ist doch wunderbar. Krieg, 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 Pipi in die Auge. Sie sind meine beste Freund. Bist du jetzt wieder auf der Route oder wärst du jetzt tatsächlich anders gefahren? Nein, ich bin auf der Route. Also, ein weißes Auto, ich reg mich nicht auf, weiße Karre. Also, in Spanien war ja unglaublich viel für weiße Autos da rumfahren. Ja. Ja. Die stehen auf weiße Autos und die Franzosen stehen auf Bäume, die aussehen, als wenn man sie rausgerissen hat und verkehrt rum eingesteckt. Naja. Gut, also ich denke mal, das war jetzt die letzte Zugung von dem Berg. Jetzt geht es wahrscheinlich durch das Tal da raus in die flache Landschaft. Und wir lassen Biarritz, Biscaya, Atlantikküste lassen wir links liegen, weil wir fahren, blöd wie wir sind, ins Landesinnere, fast schon Richtung Paris. Ja, aber dafür dann morgen wieder Richtung Nordwesten, weil wir wollen ja in die Gegend von Mont Saint-Michel oder wie das Ding heißt, also praktisch diese mittelalterliche Kirche mit dem kleinen Dorf außenrum, was im Atlantik da im Watt im Watt umeinander steht. Watt. Da wollen wir hin. Und da bin ich mal gespannt, ob man da mit dem Auto oder beziehungsweise mit dem Motorrad da rauf darf oder ob man da zahlen muss. Wenn du da zahlen musst, dann mach ich gar nichts, verstehe? Gar nichts, die kriegen keinen Pfennig von mir. Ich war ja irgendwo im Scheidelrad, er liegt da. Da krieg ich gar nichts, aber das war ein bisschen aggro. Komm, ich muss mit zahlen, ich sag's nicht. Was zahlen? Ja, du, Zahlen. Ich habe gerade Zahlen verstanden, ich bin schon ganz so. Das haben wir also auch verstanden, der hat was von Zahlen gesagt. Echt, glaube ich, Spinner. Grobel in seiner Brusttasche nach dem Wechselgeld, ich hab das nicht. Wenn du Wechselgeld hergeben willst, dann gibt es. Aber. Alter, Fress. So, wie bist du jetzt noch? Jetzt der andere kriegt den Bremsflash. Gerade wo ich mir überlegt habe, dass ich den wegmache. So, und das ist das Eingangstor zu den Pyrenäen, da scheint mir, ne? Ja, wenn man von der anderen Seite kommt. Ja gut, wo ist der Ausgang? Wenn man von dort kommt, also einmal noch wehmütig nach hinten gucken. Und dann war's das mit den Pyrenäen. Na, ist rum. Wir haben den Scheitelpunkt unserer Reise erreicht. Ab jetzt nähern wir uns wieder der Heimat. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Tour vorbei ist. Wir haben, also Bergfest haben wir knapp überschritten. Aber ich schätze mal so 1500 Kilometer, 2000 können jetzt schon zusammenkommen unter Umständen. Also, ja gut, so wie wir es planen, gib mal auf 3000 Sachen. Man sieht wenigstens was von Land und Leute. Ja, genau. Wenn wir Glück hätten, wären es bloß 3000. Naja, wenn man mit Booking bucht, dann weiß man nie, wo sein Hinterschlag hängt. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir, bevor wir auf den Buchenknopf klicken, dass wir vorher dort nochmal geschwind auf die Landkarte gucken. Ja. Das ist genau dieser Effekt, vor dem wir immer warten, fahren nach Frankreich und bestellen irgendwas und du kriegst eine Waschmaschine. Und genau so war es heute Morgen. Da. Oder ersatzweise, wenn im McDonald's irgendwo in der Nähe ist, einfach sagen, scheiß drauf, egal. Dann gehen wir trotzdem nach. Oder so, ja. Okay. Oh, Alter, du. Da riecht es aber streng. Wie war's jetzt?